Claudio hat zwischenzeitlich so richtig witzige Frisuren. Packe ich René tatsächlich so ein bisschen auf Plateaus. Okay, du kannst die Augen wieder aufmachen. Ja. Guck mal. Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Funko Pops. Genau, wir haben wieder diese DIY-Funko Pops. Es fehlen nämlich zwei Leute noch aus unserer Crew. Ja. Wir haben ja uns selbst schon gegenseitig gebastelt. Wir haben letztens Danja und Donny gebastelt. Und jetzt fehlen noch Claudio und René. Ja. Und die haben wir hier auf Zetteln stehen. Kathi, genau. Guckst du gerade schon, ich habe sie mir direkt gepackt. Wir wissen jetzt noch nicht, wen designt. Das wird sich jetzt auslosen. Das wird sich jetzt herausstellen. Ich habe Augen zugemacht. Ich habe René. Claudio. Okay. Gute Frage. Was macht René aus? Er kriegt einen Hut. Vielleicht. Einen Hut? Hat René einen Hut? Nein. Ich glaube auch nicht. Warum denke ich direkt an einen Hut bei René? Ich weiß es nicht. Du hast ihn mit Donny verwechselt. Der hat eine Kappe. Ja. Wir könnten noch so kleine Accessoires und basteln. Claudio könnte noch so einen Trinkbecher dabei haben. Ja. Oder so eine Trinkflasche. Er hat ja so eine neue große Trinkflasche. Ja. Die ungefähr halb so groß ist wie er selbst. Da René bekommt einen Joghurt in die Hand. Genau. Es gibt halt so verschiedene Eigenschaften. Es gibt so verschiedene. Die man den Funko Pops hier noch mit dazu assoziieren kann. Genau. Ja. Ich freue mich. Und wir nehmen wenn euch die natürlich fertig sind, mit. Treffen wir uns hier wieder. Bis dann. So, dann kann es ja losgehen. Claudio als Funko Pop. Und ich habe schon mal hier die Stifte. Und ich habe mir überlegt, genau wie letztens bei Danja, werde ich so Kunsthaare nehmen. Ich habe einfach schon mal wieder ein paar Haare von einer Perücke abgeschnitten. Ich finde, die sehen Claudios Haare sehr, sehr ähnlich. Da werde ich ihm irgendwie versuchen, eine coole Frisur zu machen. Also irgendwie eine Kombination aus den Haaren und gleichzeitig hier mit den Stiften. Und für die Klamotten habe ich mir schon überlegt, Claudio trägt oft ja auch so karierte Hemden zum Beispiel. Erstmal auspacken. Letztes Mal hat Eva ja auch, oder davor das Mal haben Eva und ich beide diese Knete verwendet, womit man dann irgendwie Haare formen kann oder vielleicht noch einen Mund formen kann und so. Oder die Klamotten. Aber mit dieser Knete kam ich gar nicht ganz so gut zurecht. Also auch, das war bei der Figur, die ich zu Eva gemacht habe, da sind die Haare dann abgefallen. Das muss ich dann nochmal wieder separat ankleben. Deswegen werde ich dieses Mal einfach direkt so Haare nehmen. Und ich finde, ja doch, sieht ein bisschen aus wie Claudio. Und ich werde ihm natürlich einen Bart malen. Dann fange ich am besten einfach mal mit der Haut an. Vielleicht brauche ich gleich nochmal ein Foto von Claudio oder ich schleiche mich nochmal zu ihm ins Studio und schaue mir den nochmal genau an. Nicht, dass ich den Bart zum Beispiel falsch male oder irgendwas ganz Wichtiges bei Claudio vergesse. Und die Augen werde ich, glaube ich, wieder so machen, dass ich da richtig so eine Iris male und eine Pupille. Das finde ich irgendwie immer schöner. Man kann die ja auch bei den Funko Pops, haben die ja auch oft einfach so kleine schwarze Knopfaugen. Ich finde es halt so schön, wenn man... Also ich finde, es sieht mehr nach einem Mensch aus, wenn man dann da wirklich noch so eine Pupille, eine Iris, die Augenfarbe malt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau die Augenfarbe von Claudio. Ich nehme jetzt mal an, er hat braune Augen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal das Gesicht angemalt und die Hände. Und ich glaube, als nächstes mache ich mal mit dem schwarzen Stift weiter. Und ich werde erstmal die Haare hier oben anmalen. Ja, und dann werden dahinter ja noch die richtigen Haare dran geklebt. Aber erstmal so eine kleine Grundlage. Ich überlege jetzt auch gerade, Claudio hat, glaube ich, gar nicht so eine hohe Stirn. Ich habe mir jetzt mittlerweile mal so ein Foto hier rausgesucht von Claudio. Ich glaube, er hat hier unten die Haare bis hier so. Und zwar ein Foto von der Freunde-WG als Leo. Ich meine, Leo sieht ja genauso aus wie Claudio. Bisher war es eigentlich immer so bei den Funko Pops, dass man so angefangen hat und gedacht hat, oh Gott, hoffentlich sieht das überhaupt so aus wie die Person. Und am Ende sah es dann doch immer ziemlich cool aus und wurde auch eigentlich immer erkannt. Mal gucken, wie es heute bei Claudio ist. Also bisher, finde ich, sieht es ihm auch noch nicht so ganz ähnlich. Aber ja, mal gucken gleich. Ich habe so das Gefühl, der Stift ist leer und deswegen habe ich jetzt hier gerade schon einen anderen schwarzen Stift benutzt. Aber... der malt nicht mehr so ganz gut. Andererseits, finde ich, sieht es so ein bisschen auch aus wie Haare jetzt dadurch, durch diese Strukturierung. Vielleicht ist das eigentlich ganz cool, weil hier vorne ist es so dunkler und dann wird es da immer heller und er schon fast so ein bisschen grau. Graue Haare hat Claudio jetzt ja nicht. Vielleicht muss ich nochmal mit einem Braunton ein bisschen drüber gehen oder so. So ein dunkelbraun. Ich brauche ja auf jeden Fall das Schwarz auch noch für seinen Bart. Und da bin ich auch schon ein bisschen
nervös, weil ich denke, da kann man auch viel falsch machen, wenn ich den jetzt irgendwie falsch anmale. Also bisher sieht es noch nicht so aus wie Claudio. Da muss noch auf jeden Fall noch viel passieren. Ja, ihr Lieben, hier habe ich jetzt René und es geht los. Ich habe mir hier wieder diese Fimo Air Basic Masse geholt. Das ist Modelliermasse. Die haben wir bei den anderen Funkos auch schon benutzt. Das ist auch schon wieder umgefallen. Die fallen sehr, sehr schnell um. Ist mega praktisch, weil man damit eben so Haare oder auch Klamotten oder so ganz cool formen kann. Und ich werde das tatsächlich wieder für die Haare verwenden. Funktioniert immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen anfeuchtet. Und der Tisch wird gleich wieder katastrophal aussehen. Das kündige ich schon mal an. Also ich knete das erstmal so ein bisschen an. Und dann gibt es natürlich eine schöne Frisur. Und ich werde gleich versuchen, René ein bisschen größer zu machen. Also die Figur wird ein bisschen größer werden als so die Standard Standard-Funko-Pop-Figur. Okay. Muss noch ein bisschen mehr geknetet werden und noch ein bisschen feuchter werden. Also das Coole auf jeden Fall an dieser Knetmasse ist, wenn man sie dann richtig gut angeknetet hat und eben auf die Figur aufbringt, die trocknet selbstständig. Also innerhalb von 24 Stunden ist das Ganze dann trocken und man kann es auch richtig cool bemalen. So, los geht's. Also es gibt erstmal Haare und vielleicht forme ich daraus auch einen Bart. Aber ihr seht, ich habe schon mit den Haaren ein bisschen Probleme. Also so langsam geht's ganz gut. Okay, ihr seht inzwischen, habe ich auf jeden Fall das Fimo auf den Kopf drauf bekommen. Ich glätte das jetzt, also ich nehme einfach nochmal möglichst Wasser dazu, um eben so diese Verformung hier rauszubekommen. Und ihr seht auch, so nach links rüber habe ich die Haare so ein bisschen hoch. Ich werde gleich wieder einen von den Zahnstochern nehmen, den ich noch nicht kaputt gemacht habe, und werde da so eine Haarstruktur reinarbeiten. Die Ohren muss ich auch noch mal so ein bisschen frei bekommen. Hinten wird das auch noch mal gekürzt. Da drücke ich das dann noch mal so runter, damit es hier halt so ein bisschen ausläuft und eben nicht ganz so streng ist, also beziehungsweise so ganz plötzlich endet. Also hier an den Seiten sollte es möglichst dünner werden. Auch ein bisschen verschmiert alles gerade. So, ich habe, glaube ich, die Form jetzt schon mal ganz gut hinbekommen. Hier hinten, das muss natürlich noch alles weg. Und hier über den Ohren auch. Hier muss ich das eine Ohr auch noch mal ein bisschen weiter frei machen. Und hier natürlich auch das andere noch wegkratzen. Und hier hinten soll es natürlich alles schön gerade sein. Ich bin jetzt tatsächlich auch recht zufrieden mit der Frisur. Das heißt, ich reinige das Gesicht jetzt einfach mit so einem kleinen Tuch. Dann ziehe ich jetzt hier so eine Linie in die Haare rein. Die ist bei René ja auch so anrasiert. Und dann gibt es hier jetzt noch so Struktur in die Haare rein. Hier an den Seiten übrigens benutze ich tatsächlich jetzt doch nicht das Streichholz, sondern nehme einfach so den Finger. Jetzt nehme ich auch das Tuch. Einfach um so ein bisschen... das geht da auch ganz gut. Ich möchte da einfach so ein bisschen Struktur drin haben. Hinten auch, damit es einfach nicht so komplett glatt ist. Kann man halt auch mit so ein bisschen verschiedenen Materialien experimentieren, womit man eben eine ganz gute Struktur hinbekommt. Und dann muss ich sagen, bin ich mit den Haaren eigentlich wirklich schon sehr zufrieden. Das kann so bleiben. Die Seiten eben kurz, so ein bisschen anrasiert, hier oben halt ein bisschen mehr. Und dann habe ich mir überlegt, packe ich René tatsächlich so ein bisschen auf Plateaus. Also hier unten kommt jetzt noch ein bisschen Modelliermasse drunter, damit er einfach ein bisschen größer aussieht. Gucken. Sieht jetzt ein bisschen aus, als ob er fliegen würde. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Auf jeden Fall, er steht gerade. Das ist schon ganz cool. Dann wirkt er einfach so ein bisschen größer. Und das Wichtige ist, dass er einfach ein bisschen größer ist als die anderen Figuren. Weil wenn wir dann alle so zusammenstehen, soll René ruhig so ein Tucken über die anderen so hinausragen. So. Okay, das ist schon mal fertig. Das muss jetzt erstmal über Nacht trocknen. Und dann geht's morgen weiter mit dem Bemalen. So, jetzt versuche ich es doch mal mit dem Stift.
und versuche, Claudios Bart hinzubekommen. Ich glaube, es geht hier irgendwie schon so ein bisschen so los. Genau, mit den Haaren auch. Die Haare gehen hier irgendwie noch so weiter. Und hier startet dann auch gleichzeitig schon der Bart. So. Also hier unten so ein bisschen unterhalb vom Mund. Da muss ich gleich noch einen Mund hinmalen. Und hier auch nochmal das Gleiche. Vor den Ohren. Claudio hat ja einen sehr, sehr ordentlichen Bart. Also der ist so ganz fein rasiert. Und deswegen ist es umso schwieriger, das so schön und ordentlich hinzubekommen. Und was das größte Problem ist, dieser Funko Pop, der hat einfach eine komplett andere Kopfform als Claudio. Claudio hat ja gar nicht so einen großen, breiten Kopf. So einen großen Kopf hat natürlich niemand wie die Funko Pops im Vergleich zum Körper. Aber Claudio hat ja gar nicht so ein rundes Gesicht. Also so ganz glücklich bin ich mit diesem Bart noch nicht, aber ich glaube, ich werde erstmal weitermachen und als nächstes die Augen malen. So ihr Lieben, und weiter geht's mit René. Inzwischen sind die Haare getrocknet und ich muss sagen, die sind richtig, richtig cool geworden. Bin ich sehr zufrieden mit. Und ich werde jetzt erstmal das Gesicht anmalen. Dafür nehme ich den hellen Stift hier. Und ich werde auch die Arme anmalen. Er bekommt nämlich ein T-Shirt an. So, bei den Stiften natürlich immer wieder das Problem, dass die manchmal nicht so gut malen. Muss man die noch so ein bisschen aufstoßen. Aber der geht jetzt ganz gut. Dann bekommt er natürlich noch einen Bart. Und Haare und Augen muss ich auch anmalen. Und ich habe mir überlegt, ich male ihm eine karierte Hose. Und weil die, weil er natürlich so groß ist, ist sie ein bisschen kurz. Deswegen male ich hier unten gleich vor den Schuhen auch noch so einen kleinen Streifen in diesem Farbton. Was mir gerade noch aufgefallen ist, bevor ich die Augen male, Claudio hat ja auch noch so Augenbrauen, die auf jeden Fall so passend zu seiner Haarfarbe. Vielleicht erkennt man ihn so schon gleich ein bisschen besser. Also mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe bisher immer die Mädchen designt. Ich habe Eva designt, ich habe Danja designt und da habe ich dann immer so Wimpern und so noch mit dran gemalt. Claudio hat natürlich auch Wimpern, aber ich will ja auch nicht, dass es aussieht wie Schminke. Ja, wenn ich so und jetzt als nächstes Braun für die Augen benutze, vielleicht sieht das gar nicht so schlecht aus. Also ich finde, der sieht auf jeden Fall schon sehr freundlich aus. Wenn da gleich noch diese coolen Haare mit dran kommen, ja, vielleicht wird das dann unser Claudio. So, ich habe das Shirt jetzt schon mal in Schwarz angemalt und ich habe da zur Hilfe auch so einen kleinen Pinsel verwendet. Ich glaube, den nehme ich jetzt tatsächlich bei den Augen auch nochmal zur Hilfe. Ich trage übrigens jetzt nur noch einen Handschuh. Dann kann ich den Pinsel unter den Stift besser verwenden und bekomme halt an der Hand, wo ich den Funko tatsächlich mit festhalte, keine Farbe dran. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Muss ich vielleicht nochmal gleich ein bisschen nachkorrigieren. Finde ich schon mal ganz gut. Ich habe hier jetzt natürlich so einen kleinen Fleck daneben gemacht. Da muss ich nochmal drüber gehen. Aber mit Schwarz bin ich jetzt eigentlich schon mal fertig. Ich wechsle mal jetzt mein Schmierblatt hier aus und kaschiere den Punkt noch. Machen wir erstmal mit den Klamotten weiter. Ich werde mal eine Jeans malen für Claudio. Das ist ein ganz schön leuchtendes Blau. Ich glaube, so eine ganz helle Jeans habe ich auch noch nie gesehen bei Claudio. Auf jeden Fall Sneaker. Und ja, ich hatte ja eben schon überlegt, vielleicht so ein kariertes Hemd oder so. Es gibt immer so Stellen bei den Funko Pops, wo es wirklich sehr, sehr schwer ist, das Ganze anzumalen. Zum Beispiel hier am Knie. Da ist nämlich einfach die Faust davor und man kommt fast gar nicht dran. Aber die Hose, finde ich, sieht jetzt echt cool aus von der Farbe. Ich habe mich jetzt auch schon an die Farbe gewöhnt. Ganz so hell finde ich es jetzt auch gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das geht schon als Jeansblau durch. So, die Hose ist fertig. Ich würde am liebsten Claudio einfach so ein weißes Oberteil lassen, weil es manchmal echt kompliziert ist, dieses Anmalen, ohne irgendwo dran zu kommen. Aber ich hatte mir ja vorgenommen, ein kariertes Hemd zu malen. Also so ein Kragen hier oben. Und obwohl, ich male einfach alles erstmal hellblau.
Und dann male ich in Braun das Ganze drauf, dann kann man das auch besser erkennen. Ich habe einen neuen Trick. Und zwar nehme ich mir immer so ein Stückchen Papier, mache das hier so dazwischen, wenn ich hier was anmalen möchte, weil sonst ist ganz schnell blau, zum Beispiel mit im Gesicht oder so. Also so richtig bis ganz unten hin komme ich immer noch nicht. Aber immerhin male ich da nichts an, sondern das landet hier auf dem Papier. So, das hellblau vom Hemd ist jetzt fertig und jetzt werde ich einfach noch hier mit dem Braun eine kleine Knopfleiste aufmalen. So, da sind die Knöpfe. Und das Ganze soll ja kariert werden. Vielleicht male ich den Kragen dann einfach braun aus. Oh, der braune Stift funktioniert wirklich sehr gut. Der ist gar nicht so, so streifig wie die anderen Stifte. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie ein kariertes Hemd. So, die Schuhe. Ich bin mir relativ sicher, dass Claudio schwarze Schuhe vor allem trägt. Vielleicht hat Claudio nicht genauso Schuhe, aber er wird sie bestimmt tragen. So, die Hose möchte ich eigentlich in so Karos machen. Deswegen mache ich da erstmal so eine silberne Grundlage. Das ist also grau, schwarz, vielleicht auch mit ein bisschen weiß. Auf jeden Fall gibt es erstmal eine silberne Grundlage für die Hose. Und hier habe ich tatsächlich auch mal einen Stift, der gut funktioniert. So, ihr seht jetzt, ich habe einfach auf das Silber so weiße Linien drauf gemacht und dann halt so schwarze Pünktchen mit da rein. Es hat jetzt so einen Karo-Effekt. Und es geht jetzt ganz spannend weiter mit den Haaren. Weiter geht's. Ich habe mir da jetzt erstmal so einen Braunton für genommen und ich mache dann noch ein paar Highlights rein mit diesem Kupferton. Ich hoffe, das wird cool aussehen. Also ich finde, das sieht richtig cool aus, das Outfit. Ich habe jetzt einfach so weiße Sneaker mit so ein paar schwarz abgesetzten Schnürsenkeln und der Sohle. Und das karierte Hemd, ja gut, so schön ist es nicht geworden, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde hier in der Mitte das nochmal ein bisschen breiter so malen, ein bisschen breiter braun. Und nun werde ich mein Glück versuchen mit den Haaren. Bei Claudio, ich habe da auch nochmal auf dem Foto geguckt, die Haare, die gehen hier so in die eine Richtung. Ich glaube, so nicht nach vorne, sondern so nach hinten. Ich werde das diesmal, glaube ich, nicht mit Heißkleber machen, sondern ich habe hier so einen Alleskleber. Ich werde es einfach mal damit versuchen. Ich trage einfach mal ein bisschen Alleskleber hier oben auf und versuche dann da ein paar Haare dran zu befestigen. Oh je. So, die Haare habe ich jetzt hier dran befestigt. Natürlich sind die gerade noch viel zu lang. Die muss ich noch irgendwie so ein bisschen zurechtschneiden. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung mit den Haaren. Sieht irgendwie momentan noch ziemlich katastrophal aus. Da wird Claudio sich nicht drüber freuen, wenn er so aussieht. Ich werde jetzt hier einfach mal die Haare schneiden. So, das sieht doch gleich schon etwas besser aus. So, dass hier so ein Scheitel ist. Und dann die Haare hier so, ah ja, doch. Es müsste hier noch ein bisschen voluminöser sein. Vielleicht klebe ich noch eine Schicht Haare an. Claudio hat zwischenzeitlich so richtig witzige Frisuren. Jetzt habe ich hier hinten gerade nochmal Kleber aufgetragen und hier diese Haare dran geklebt. Die sind jetzt gerade noch so ganz lang, aber ich wollte es jetzt erstmal kurz ein bisschen antrocknen lassen und dann werde ich die natürlich noch entsprechend kürzen. Ich fand, das sah nämlich jetzt nicht mehr so cool aus, wenn jetzt hier die Haare sind und hier hinten gar nichts. Ich glaube, das sieht ein bisschen zu kahl aus. Auch hier muss ich überall noch ein paar kleine Härchen ankleben. So, nach gefühlt Stunden ist jetzt endlich Claudios Frisur fertig. Hier hinten sind halt so ein paar kurze Haare und hier vorne dann so etwas längere Haare, die so rübergehen. Ich hoffe, man erkennt es. Hier sind auch immer noch mal so kleine einzelne Haare. Ich finde, es sieht ganz cool aus, aber mir ist aufgefallen, Claudio hat noch gar keinen Mund. Das ist ja alles noch der Bart hier bisher. Da fehlt auch noch ein kleiner Mund und ich will jetzt nicht einen roten Mund malen.
weil das vielleicht ein bisschen zu stark aussieht wie Lippenstift bei den Rottönen, die wir haben. Deswegen male ich einfach so einen kleinen schwarzen Mund hier hin. Ein Lächeln. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Claudio. Vielleicht noch etwas stärker die Augenbrauen. Ich würde sagen, der kleine Claudio ist fertig. Ich hatte ja noch überlegt, ob ich ihm vielleicht noch eine Wasserflasche dazu mache oder so, aber ich werde ihn einfach so lassen. Ich bin sehr, sehr auf Evas Reaktion gespannt und noch viel mehr auf Claudios Reaktion. Die filmen wir natürlich auch noch. So, jetzt habe ich die Haare ein bisschen trocknen lassen und es kommt jetzt der zweite braune Stift, der bronzene Stift dazu. Da mache ich wirklich nur so ein paar Highlights mit rein, um das Ganze halt auch noch so ein bisschen aufzuhellen. Ich hatte gerade erst überlegt, da so Pünktchen drauf zu machen, aber ich habe gerade noch eine bessere Idee. Wo steht er denn jetzt nicht mehr? Doch, er steht noch. ich werde so ein bisschen versuchen, das mit dem Handschuh zu machen, dass ich da eben noch so eine Maserung drauf bekomme. Seht ihr hier? Einfach so ein bisschen noch einen helleren Farbton rein. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Effekt. Hier habe ich jetzt natürlich wieder auf seinem Nacken so ein bisschen drauf. Da werde ich natürlich gleich nochmal drüber malen. Und es fehlt natürlich noch der Bart. Ich habe hier jetzt tatsächlich nochmal einen weiteren braunen Stift gefunden. Und ich versuche jetzt mal den Bart zu malen. Ich glaube, der eignet sich dafür ganz gut. Ich finde, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Also viel braucht er eigentlich gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, Funko Pops haben eigentlich tatsächlich auch Augenbrauen. Ich glaube, ich habe die bisher einfach immer weggelassen. Aber René bekommt diesmal welche. Und ich weiß, René hat ganz bunte Schuhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie gefärbt sind. Ich glaube, sie sind halb orange, halb blau. Und deswegen male ich sie jetzt einfach mal so an. Hinten kommt orange hin und vorne blau. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so aussehen, aber das ist natürlich auch ein bisschen künstlerische Freiheit. Ja, inzwischen ist der Funko getrocknet, also alle Farbe klebt nicht mehr. Und ich gehe jetzt damit mal zu René rüber. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagen wird. So, René ist da. Ich klopfe einfach mal. Hi René, ich habe eine kleine Hallo. Überraschung für dich. Okay, Überraschung. Überraschung. Das ist natürlich gut. Die sind hinter meinem Rücken. So. Und zwar, wir haben ja diese Woche wieder Funko Pops gemacht. Ah, und ich glaube, ich weiß ja schon, wer das ist. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Ja, also lass mich kurz anschauen. Oh, der sieht aber ziemlich gut aus. Dankeschön, das Dankeschön. Muss ja, das muss ja ich sein. Also ganz easy natürlich. Gar nicht bescheiden oder so. Nein. Aber also ist wirklich, also sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Dankeschön. Vor allem, das ist, glaube ich, das Outfit, was du gestern und vorgestern anhattest. Genau, schwarzes T-Shirt und so eine helle Hose, passt, ja, glaube ich. Und ich habe die bunten Schuhe gemacht, weil ich hatte die erst weiß gelassen und dachte ich so, weiß ist so ein bisschen. Weiß ist langweilig, ja, bunte Schuhe sind natürlich deswegen besser, deswegen gab es die bunten. Ja. Ja, aber finde ich cool. Ja? Ja. Gut. Also, das höre ich doch gerne. Gutes Feedback. Der kriegt jetzt hier einen Ehrenplatz. Der kommt da hin. Ich muss ihn erst nochmal mitnehmen und Kathi zeigen. Achso, ja, das ist natürlich auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Eure Haare leuchten noch in der gleichen Farbe gerade. Das ist sehr gut. Ja. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Stimmt, ne? Hier unter dem Licht. Unter passt dem eigentlich, Licht? Ne? Sieht ganz genauso aus. Sehr schön. Er grinst nicht so wie du, aber das ist bei so Funkos auch immer sehr schwierig. Ja, aber sag mal, er lächelt. Ja, er genau. Lächelt, der Mund, der ist nicht so. Nicht das ist so nur der Bart, glaube ich, ne? Das ist der Bart, ja. Ja, okay. Der Mund ist dann nie so ausdrucksstark. Die einzigen Emotionen, die man machen kann, sind über die Augenbrauen. Ja, vor allem, da gibt es einfach gar keinen Mund, oder? Nee, es gibt da keinen Mund. Aber wie soll der denn essen? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal, wir denken gar nicht zu viel drüber nach. Ja. Okay, vielen Dank fürs Feedback. Okay, ja, und Dank wir sehen uns. Jo, bis dann. So, ich bin bei Claudio. Hallo Claudio. Hallo. Ich hab die Kamera ist an. Ja, die Kamera ist an. Ich habe eine Überraschung für dich. Du hast immer das Fenster. Schließ dich mal. Ja. Ist es denn eine gute Überraschung? Ich hoffe doch schon. Also eine schöne Überraschung. Ja, mach einmal deine Augen zu. Ich mache meine Augen zu. Was soll ich machen? Warte. Okay, du kannst die Augen wieder aufmachen. Ja. Guck mal. Oh mein Gott! Das bin ja ich! Erkennst du es? Ja, das bin ich, oder nicht? Ich habe schon direkt, also... Karierte Hemd, Bart, schwarze Haare, Claudio!
Oder nee, oder Erik nicht. Nein, du bist es. Oh. Ich finde, das habe ich schon im Video gesagt, dieser Funko Pop hat halt eine ganz andere Kopfform als du. Ja, stimmt. Der hat irgendwie so einen ganz runden Kopf und du hast ja eher so einen etwas schmaleren Kopf, ist ja, mir genau. dann aufgefallen. Ja. Ich habe mir gerade einige Fotos von dir angeguckt. Ja. Und oh, richtig gut. Ja, gefällt es dir? Mir gefällt es richtig gut. Ich muss, ja, stimmt, der Kopf ist, der passt halt nicht, aber ey, richtig gut. Vor allem auch, dass du karierte Hemden gemacht Ja, ich hatte auch überlegt, wie dein kariertes Hemd aussieht, was du manchmal trägst. Und dann dachte ich, ich mache dir einfach mal blau-braun. Ist richtig. Ja? Ja, ist richtig. Ist cool. Ja, blaue Hose, stimmt. Und die Schuhe hast du, glaube ich, auch nicht genauso, aber ich dachte, die würden dir bestimmt gefallen. Ja, doch, die sehen gut aus. Kann ich sie behalten? Erstmal muss ich den Eva noch zeigen. Die hat den noch gar nicht gesehen, aber danach kannst du den haben. Ja, ich stelle mir den irgendwo hin. Ihr müsst wissen, Freunde, ich war schon ganz neidisch, weil ich glaube, ihr habt schon Donny gemacht. Und ja, und Danja, genau, und uns selbst. Und euch selbst, und ja. Ja, und jetzt bist du dran, Claudio. Nur ich oder noch jemand anders? René auch noch. René also auch? Eva macht René. Oh, cool. Und ich habe ja diesen Funko Pop von dir gemacht. Ja, cool. Und ja. Wie hast du es mit den Haaren bekommen? Das ist von einer Perücke. Die habe ich hier vorne von einer Perücke abgeschnitten. Aber ich hoffe nicht von Ashley. Nein. Okay. Das gibt dir den mal wieder. Ja. Und ich danke erstmal Eva und ja, wenn wir damit durch sind, werde ich ihn dir in dein Studio bringen. Ja, super Überraschung. Ich danke dir schon mal. Ja, cool. Dann noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. So. Hi. Da sind wir wieder. Ja. Und unsere Crew ist jetzt vollständig. Mhm. Alle sechs da. Kati, Danja, René, Claudio. Donny und Eva. Ich habe sie alle an den Haaren von oben erkannt. Genau. Und da unsere neuesten beiden Mitglieder. Zuletzt jetzt gebastelt haben, genau. Einmal Claudio und einmal René. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Claudio. Dann gab es ja ein Küsschen von den beiden. Ja, war gar nicht so einfach, fand ich. Nee. Ich habe ihn tatsächlich ein bisschen größer und ich weiß gar nicht, ob das so auffällt. Doch, ja doch, die Haare doch. Sind auch ein bisschen höher. Die Haare sind ein bisschen höher. Ich Obwohl, so ein bisschen... im Gegensatz zu Donny sieht er jetzt doch ungefähr gleich aus. Ja, ne? Donnys Kappe macht ihn natürlich größer. Ne? Und ich mache deine Haare so extrem groß. Ja, das stimmt. Also so Größenunterschied kann man mit den Funkos ja immer sehr schlecht darstellen. Aber, und auch den Bart fand ich, weil er hat ja normal auch noch so ein bisschen Drei-Tage-Bart so an den Seiten. Und das fand ich auch schwierig. Ja, ich habe bei Claudio auch ein bisschen mehr Bart, glaube ich, als er in echt hat, ne? Ja, ich glaube, der hat aber auch ganz schön viel Bart. Ja, aber der hat das so sehr ordentlich. Der hat das so sehr, ja. Es ist halt schwierig, da so Abstufungen reinzubekommen. Ja, aber ich finde, die sind echt, also ich finde, René kann man erkennen, Claudio kann man erkennen und ja, die anderen sowieso. Die anderen und die kenne ich ja auch schon. Ich finde, Kati ist immer noch ein Highlight und ja, natürlich und auch auf jeden Fall Eva ist ein Highlight. Ja. Mit ihrem Wollschal und mit ihren dicken Haaren. Mhm. Ganz viele Haare, ganz viele gekringelte Haare. Und auch Danja und Donny. Und wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die Brille hier ist richtig genial. Ich finde, jede Figur hat für sich was ziemlich Cooles. Mhm. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch jetzt unsere Funko Pop Sammlung so gefällt. Und vielleicht, wer so am besten getroffen ist. Also wer seiner Funko Pop Figur dann doch am ähnlichsten sieht, könnt ihr gerne alles unten reinschreiben. Ja. Und vielleicht machen wir ja noch weitere Funko Pops. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Leute, die man so machen könnte. Vielleicht. Vielleicht habt ihr gute Ideen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und sonst abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.